Dann war noch die Frage, kann ein Launch rein organisch wirklich noch funktionieren? Oder denkst du, muss man unbedingt Ads schalten? Auf keinen Fall. Ich bin überhaupt kein. Also ich habe ja eine Easy-Ads-Strategie, das heißt super simpel, wie wir es schaffen können, wirklich unsere Inhalte, die wir posten auf Facebook, zu boosten. Also wirklich ein bisschen Geld, 40, 50 Euro nochmal reinzuschicken, um es vielleicht ein bisschen sicher zu gehen, dass alle meine in meiner Community das auch sehen. Ja, viel mehr mache ich gar nicht. Also ich bin ein totaler Fan davon. Klar, wir schalten mittlerweile viele Anzeigen, aber ich mache das nicht alleine. Also ich habe da eine Agentur für, ich lasse das machen. Aber ich finde, organisch gibt es so viele Tricks, die wir einsetzen können und so viele einfache Strategien. Zum Beispiel meine Lieblingsstrategie, Kooperationen, wie du weißt, Ariane. Ja, Interviews, gemeinsame Interviews zum Beispiel. Ja, wie hier Das jetzt. ist genau, das ist das, ja. Wir Und können uns das als ist genau das, was Expertinnen wir machen. positionieren und wer uns mag, kommt zu uns und wer nicht, lässt Und wie bleiben. wertvoll ist Aber. das? Wir haben beide ein Produkt zum Launchen Ja. und wir schließen uns zusammen. Das ist für Ja. mich diese Magie, die Ja. entsteht, wenn Ja. wir nicht mehr Konkurrenz sehen, sondern wirklich Ja. Mitstreiter und uns gegenseitig unterstützen.